Liebe Freunde von SWNTV, wir waren heute dabei, wie das erste Schweinfurter Taubenhotel in Betrieb genommen wurde. Die Idee war natürlich vom Stefan Labus, so über Nacht mehr oder weniger, wir brauchen in Schweinfurt einen Taubenturm. Dann habe ich versucht noch mit der Würzburger Berufsschule von einem Ausbildungsmeister, der die Würzburger Türme gebaut hat, noch irgendwelche Unterlagen zu bekommen oder Pläne. Gab es leider nicht mehr. Also fuhr ich nach Würzburg, habe diese Taubentürme in Würzburg vermessen, aufgenommen. Und dann haben wir natürlich schon mal die ersten Skizzen gemacht, haben dann noch mit Spezialisten von Taubenzüchtern beraten, wie man am besten dann die Öffnungen macht und die Einflugrichtung und so weiter und auch den Zugang eben wie der Türe. Und so wurde dann natürlich unser schöner Taubenturm entstanden. Sie sind der Baumeister, gell, vom Baumstau. Sozusagen. Können Sie mal kurz vorstellen für unsere Fernsehzuschauer? Ja, ich bin der Hans Faeser, Zimmerermeister aus Kützbeich. Super, danke schön, dass Sie das gemacht haben. Dankeschön. Letzte Begutachtung vom Taubenhotel. Aber der Amsel noch gar nicht, wenn ich mal hoch. Stefan, du weißt doch, was von der Seite kommt. So, jetzt habe ich also heute den Stefan Labus vom Mikrofon. Heute wird das Taubenhotel eröffnet. Herr Labus, was können Sie mir denn ein wenig dazu erzählen? Ja, endlich ist es soweit, liebe Bürgerinnen und Bürger. Hinter mir steht dieses erste Taubenhotel für die Schweinfurter Stadttauben. Wir haben ja viele Jahre umstritten im Stadtrat. Endlich ist die Lösung da. Komplett mit Einstimmigkeit hat der Stadtrat genehmigt, Taubenschläge zu bauen. Da es aber viel zu lang dauert, bis die Taubenschläge gefunden werden, habe ich als Sponsor diesen schönen Taubenturm über verschiedene Unterstützer bauen lassen. Und ich freue mich heute beim Richtfest diese Einweihung mitzumachen. Vielen Dank dafür. Was hat er denn gekostet, der Taubenschlag? Ja, das ist natürlich keine einfache Sache, aber er kostet etliche tausend Euro. Und ich hoffe, dass die Stadt Schweinfurt eine Initialzündung bekommt und diese Taubenschläge, die für die Stadt Schweinfurt bezahlbar sind, vielleicht einen Auftrag gibt, bis wir die richtige Population im Griff haben, damit die alle Tauben, wir haben ca. 500 Tauben in Schweinfurt, da passen Gott sei Dank erst die 70 ersten, wo brüten können. Und das ist der Startpunkt und ich freue mich und vielleicht kommt der eine oder andere Unterstützer noch auf die Idee, dieses Projekt weiter zu unterstützen und wir versuchen, an anderen Örtlichkeiten ähnliche Taubentürme aufzubauen. Vielen Dank nochmal dafür. Wer ist denn für den Unterhalt zuständig dann für das Taubenhotel? Für den Unterhalt sind die Taubenfreunde pro Animal, haben der Stadt zugesagt, kostenlos die Taubenpopulation zu steuern und entsprechend auch zu füttern. Das heißt, wir haben hier eine Profigruppe, die täglich hier die Versorgung der Tauben übernimmt. Ja, na Gott sei Dank. Also ich finde es eine super Idee und eine super Sache. Also vielen Dank, Herr Labus, dass Sie das in die Hand genommen haben. Ich freue mich ganz besonders, dass die Presse da ist und wünsche alles Gute uns alle. Hier jetzt ein kleiner Einblick in dieses Taubenhotel. Jetzt habe ich also die Damen da, die am meisten dafür getan haben, dass es in Schweinfurt dieses Taubenhotel endlich gibt. Sie können auch dazu ein bisschen bislang, bei mir beginnt der Arbeitseinsatz ab heute, kann man sagen, ja. Meine Einflussnahme und mein Wirken, das Wirken von Pro Animale. Ja. Genau, die beiden Damen haben im Vorfeld dafür gekämpft. Also eigentlich war es Jasmin Poyot, die über Jahre hinweg mit ihrer Taubenhilfe White Angels hier auf den Straßen unglaubliches Leid von Tauben verhindert hat, gelindert hat. Die hat gepäppelt, die hat verletzte Tauben aufgesammelt, sie hat sie beim Sterben begleitet, sie hat die Tauben zum Tierarzt gebracht und hat mich irgendwann angesprochen, gesagt, wir brauchen dringend artgerechtes Futter und die Tauben verhungern uns im Winter. Und erst dann habe ich das Leid gesehen und erst dann bin ich aktiv geworden und mit ihrer steten Unterstützung und unglaublich viel Wissen über Tauben, sie ist Taubenexpertin, auch Zertifizierte, erst so haben wir dann den harten Weg durch den Stadtrat genommen, der nach 3 Jahren endlich mit einem Einsehen geendet hat und wir haben ein einstimmiges Ergebnis, das wir immer noch nicht fassen können. Wie fühlen Sie sich jetzt nach so viel langer Zeit, dass endlich dieses Taubenhaus vor sich sehen?
Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es hat schon lange in Schweinfurt gefehlt und ich hätte nie geglaubt, dass wir es schaffen würden. Und ich hätte es ohne die Hilfe von Frau Schneider auch nicht geschafft. Also es war wirklich, ich denke, wenn man ein Problem hat, muss man das Problem verstehen. Und es wollte keiner verstehen. Und als ich dann Frau Schneider getroffen habe, hatte ich jemanden, der es verstanden hat. Und ja, der Herr Labus, der jetzt auch mit dazu beiträgt oder beigetragen hat, dass endlich dieser Taubenturm kommt. Es ist wirklich für Schweinfurt eine Erleichterung, für die Tiere. Es ist jetzt nicht so, dass über Nacht sich alles ändert und dass man jetzt sagt, in den nächsten 2 Wochen haben wir weniger Tauben. Aber im Laufe der nächsten 2 bis 3 Jahre mit noch weiteren Taubentürmen wird sich die Population dramatisch verringern. Wir haben dann auch mehr Platz, die Leute haben Ruhe, die Tiere sind versorgt, aufgeräumt. Und ich denke, es ist für beide Seiten die beste Lösung. Andere Städte hatten schon jahrelang und es hat hier einfach gefehlt. Und es ist ein Herzenswunsch, der in Erfüllung gegangen ist. Ich kann es nicht in Worte fassen, ja. Also dann vielen Dank und allen viel, viel Erfolg für Ihre Tauben. Vielen Dank, Dankeschön. Die Zimmermänner bei einem Erinnerungsfoto. Die natürlich auch andere Termine heute gehabt hätten, aber die haben gesagt, bei diesem ehrenamtlichen Einsatz lassen wir die Termine fallen. Wir kommen sehr gerne hin. Wir spielen fast umsonst, also nur fast. Also Pizza und Bier haben sie versprochen bekommen. Also ich freue mich ganz besonders, dass auch Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ja so zahlreich erschienen sind. Ganz besonders freut mich natürlich, unser Petrus hat uns ja was Gutes getan, nicht bloß uns und auch der Tauben. Die haben lang genug gefroren. Ich glaube, wenn die Tauben erfahren unter sich, was für ein wunderschönes Hotel hier steht, da werden sie das wahrscheinlich heute Nacht schon belegen. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass ich die Unterstützer auch hier habe. Die Firma Zimmermann Feser aus Kürzberg, die natürlich der Baucher ist dieses wunderschönen Taubenhotels. Und für das Fundament sorgte die Firma Riedelbau, die uns das Fundament ausgehoben hat und natürlich befestigt hat. Dieser Turm hat ein Gewicht von 500 Kilo, also man muss das schon ziemlich fest eingemauert sein. Und natürlich, Sie sehen ja von den Zelten her und von den Getränken her, die Firma Roth, die unser Nachbar sind hier bei dem Taubenhotel. Der Edgar Boss hat gesagt, wir werden Tag und Nacht darauf achten, dass niemand an das Taubenhotel irgendwas Unfuges tut. Also ich freue mich jetzt schon darauf. Ja, was haben wir damit gewollt? Wir wollten eins, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen den Tauben helfen, und zwar helfen, dass es endlich mit diesem Projekt eine vollkommene neue Welt schaffen. Und wir wollen diese Vorurteile, sehr geehrte Damen und Herren, aus der Welt schaffen. Und zwar die Vorurteile, die gegen die Tauben überall da sind. Selbst bei diesem Aufbau heute habe ich zu erfahren bekommen, ja, da scheißen die Tauben auch jetzt wieder hier. Also die Leute begreifen es immer noch nicht, dass die Population hier einfach gesteuert wird und auch geregelt wird. Wir können also das genau steuern, damit die Tauben auch entsprechend zu Hause haben. Weil das, was da steht, eigentlich versinnbildlich, wie schnell es hätte gehen können. Und damit sind wir auch beim Thema. 2019 haben wir den Antrag gestellt, Leitertauben weder gesehen noch begriffen. Wäre das doch überreicht dann. Und dann kam ja... Ich möchte dich ja als Schirmherrin für diesen Turm benennen und auch würde ich dir gerne diesen Edelstahl Schweinfurter Adler einfach mal zu übernehmen. Und dann haben wir vor, später diesen auch auf die Tür entsprechend hin zu montieren. Also. So, jetzt kommt gleich der Richtspruch. Alle hier, ja. Mit Gunst und Verlaub, ihr lieben Leute, höret an. Ein passend Wort vom Zimmermann. Ein Taubenturm für Schweinfurt sollte sein, da setzte sich der Stefan Labus ein. Da und da es noch keine Pläne gab, bringt er dann mich auf Trab. Nach Recherche und der Planung, Skizzen, Bilder und Befragung ging es dann los, den Turm zu bauen. Und Details nach neuestem Stand und alles aus einer Hand. Da der Standort nicht bekannt, lagerte der Turm noch auf dem Land. Als die Stadt dann schließlich wusste, wo der Turm nun stehen soll, kam der Riedelbau mit seinen Mannen und füllte das Fundament dann voll. Nun steht er hier, der Taubenturm.
aus Holz. Das ist Stefans Labus, ganzer Stolz. Er hat das Ganze angezettelt und hat niemand angebettelt. Das Glas will ich nun erheben, um den Turm nun einzuweihen. Unser Stefan, er soll leben und sich an sein Hotel erfreuen. Dankeschön. Besucher des Taubenturms. Ich bitte jetzt alle da zu bleiben. Ihr könnt so nicht weg, ne? Weil es noch zu trinken und zu essen gibt. Also herzlich eingeladen. Ich würde die Presse bitten. Wo ist der Zimmermann? Unser Zimmermann macht die Klebung jetzt fest. Frau Dr. Schneider übergibt dieses Wappen als Schirmherrin und dann wird es auch sichtbar sein, dass es der Stadt übergeben wird. So, jetzt kommt also das Wappen auf der Seite, dann Licht auf die Tür, wie vorher angesagt. Warte mal, Hans, gib mir mal das. Geh mal auf die andere Seite. Das fällt runter. Okay, okay. Na, hoffentlich bleibt der Adler nicht an den Händen von Frau Dr. Schneider kleben. Okay. Super. Musik! Musik! Ja, was ist denn mit der Musik? Die Musik hat Fahne. Aber jetzt. Also wir machen nochmal einen schönen Push. Jetzt tut mir nichts mehr. Das habe ich so gut gehabt.